Hallo meine werte Community und willkommen zu einem neuen Video, einer neuen Geschichte. Ja, diesmal zwar etwas kürzer, aber diese hat es richtig in sich. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Wie immer gehen ganz viele Herzchen und ganz viel Liebe an die Leute, die immer das Video positiv bewerten und ganz viele Kommentare immer schreiben. Das unterstützt mich sehr, bringt mich voran, das wisst ihr wie immer. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Wir sehen uns in den Kommentaren, wenn ich alles beantworte, wie gewohnt, auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Mein Name ist Jess. Ein Freund hat mir erzählt, dass man bei World Creepypasta seine Geschichten erzählen konnte, wenn diese gut und vor allem gruselig sind. Ich habe hier schon viel gesehen, vor allem Geschichten gehört, die mit Monster, übernatürliche Dinge, Serienmörder und sogar Spukobjekte zu tun hatten. Ich habe auch gehört, dass die meisten dieser Geschichten zu einem bestimmten Teil wahr sind, aber ich habe es nie geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass so etwas existiert. Naja, bis auf den Teil mit den Serienmördern vielleicht. Ich wollte damit sagen, dass ich immer dachte, dass diese Dinge ein Scherz waren, sonst nichts. Doch das glaubte ich nur so lange, bis ich von dem Mirrorman-Ritual hörte. Ich besuchte die Oberstufe auf einem ländlichen Gymnasium. Es ist wirklich so, wie man es von einer normalen Oberstufe erwarten würde. Normale Klassen, jeder hat seine eigene Gruppe von Freunden, ihr wisst schon, das übliche Zeug halt. Nein, in der Schule spukt es nicht. Nein, sie wurde auch nicht auf einer Begräbnisstätte gebaut, nichts dergleichen. Es ist eine ganz normale Schule, aber in letzter Zeit, sagen wir mal vor 2, 3 Wochen, hat ein Gerücht in der Schule die Runde gemacht. Es war kein übliches Gerücht wie, wer betrügt wen oder wer ist schwanger, nein, das war mehr eines dieser urbanen Mythengerüchte, von denen man immer wieder hört. Der Typ, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, lasst uns ihn Tim nennen. Wisst ihr, Tim war ein bekannter Typ. Er war dieser eine Typ in der Schule, den jeder mochte. Und eines Tages kam er mit einem fast triumphierenden Grinsen im Gesicht herein, als ob er herumstolzieren würde. Einer meiner Freunde, Dan, war auf ihn zugegangen und hatte ihn gefragt, worüber er sich denn so freue, worauf Tim antwortete: "Ich habe den Mirrorman geschlagen, Mann." Als ob das eine Art Leistung wäre, woraufhin Dan fragte: "Wer ist denn der Mirrorman?" Im Grunde genommen, da ich nicht ständig diese Wer-hat-was-gesagt-Sache machen will, erzähle ich euch einfach, wer der Mirrorman ist. Der Mirrorman ist anscheinend ein Geist, der erscheint, wenn man dreimal die Worte Mirrorman in einen Spiegel sagt, wenn man alleine ist. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wieder einer dieser falschen Spiegeltricks, oder? Wir alle haben als Kinder die Bloody Mary-Sache ausprobiert. Wir alle haben herausgefunden, dass es Blödsinn ist und dass kein Geist auftauchen würde, was uns letztendlich enttäuscht, aber gleichzeitig erleichtert zurückließ, dass nichts aus dem Spiegel kommen und einen töten würde. Und zuerst dachte ich das Gleiche darüber. Tim muss sich einen Scherz erlaubt haben oder so etwas, richtig? Unser ganzer Mittagstisch gab ihm unsere skeptischen Antworten, woraufhin er antwortete: "Wenn ihr mir nicht glaubt, warum probiert ihr es dann nicht selbst aus?" Ein paar von uns nickten einander zu und sagten einfach: "Okay." Und dann gingen wir zurück und aßen unsere Lunchpakete. Der Rest des Tages verlief danach ziemlich normal. Ich war nach Hause gegangen, hatte meine Hausaufgaben gemacht und das war's. Meine Mutter und mein Vater waren die Woche über auf einer Geschäftsreise, also war ich alleine zu Hause, was mir aber nichts ausmachte, denn wenigstens hatte ich noch meinen Hund, der mir Gesellschaft leistete. Die Zeit verging schnell und schließlich war es Nacht. Ich war gerade mit dem Zähneputzen vor dem Spiegel fertig, als mir der Gedanke an das Gerücht wieder in den Kopf kam. Ich dachte mir, ich würde es tun, wenn auch nur, um zu beweisen, dass es wirklich nichts war. Ich schaltete das Licht aus und stellte mich vor den Spiegel. Ich holte tief Luft und sagte die Worte: "Mirrorman, Mirrorman, Mirrorman." Dann wartete ich, was mir wie eine gute Minute in der Dunkelheit vorkam. Nichts war passiert. Nun, ich wusste von Anfang an, dass es fake war, lächelte vor mich hin und ging ins Bett, um es Tim unter die Nase zu reiben. Der Morgen kam und ich machte mich auf den Weg in die Schule. Die erste Hälfte verlief ziemlich normal, dann kam es zum Mittagessen.
Wir saßen alle da und unterhielten uns über etwas, was wir eigentlich immer taten. Dann kam Tim herein. Irgendwas war anders. Der übliche distanzierte Blick auf seinem Gesicht war einem Ausdruck von Sorge und tiefer Nachdenklichkeit gewichen. Er war noch nie so. Er setzte sich langsam hin und wir fragten ihn alle, was los sei. Er schwieg einen Moment lang, bevor er sagte: Ich habe ihn wieder gesehen. Wir fragten, wen er gesehen hatte, begierig darauf herauszufinden, was unserem Freund das antat. Doch er gab nur eine zittrige Antwort. Der Mirror Man. Ich rollte mit den Augen, weil ich dachte, er würde irgendeinen Scherz machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Mirror Man ist nicht echt. Ich habe es gestern Abend ausprobiert, sagte ich. Tim drehte sich zu mir um und schrie mich an. Er ist echt! Und ich habe ihn letzte Nacht wieder gesehen. Er ist hinter mir her. Das hatte die Aufmerksamkeit der anderen Tische in der Umgebung sowie der Lehrer erregt. Die ganze Cafeteria wurde still, als er rief: Er kommt mich holen! Einer der bekannteren Lehrer hatte ihn an den Schultern gepackt und aus der Cafeteria eskortiert. Was zum Teufel war hier los? Ein paar Tage später hatte sich das Gerücht über den Mirror Man in der ganzen Schule, im Internet und überall in der Umgebung verbreitet. Als meine Eltern von ihrer Reise heimkamen, war es zu einem regelrechten Hype geworden. Ich hatte ihnen alles erzählt. Nach wie vor machte ich jeden Abend den Trick mit dem Mirror Man, aber egal was passierte, ich würde den angeblichen Geist nie sehen. Wie auch immer, viele andere Leute in der Schule hatten ihn anscheinend gesehen, auch wenn sie den Spiegeltrick nicht machten. Sie starrten einfach auf ihr Spiegelbild und richteten ihre Haare, und dann, aus dem Nichts, verzerrte sich ihr Spiegelbild einfach in den Mirror Man. Aber warum tauchte er da nicht bei mir auf? Ich habe es nicht verstanden und es hat mich frustriert. Am Morgen des letzten Montags war die ganze Schule in die Aula gerufen worden. Das war normalerweise selten der Fall, es sei denn, es würde etwas wirklich Gutes oder etwas wirklich Schlimmes passieren. Und angesichts der jüngsten Nachrichten wusste ich ganz sicher, dass es nichts Gutes war. Der Direktor der Schule war mit einem ernsten Gesichtsausdruck herausgetreten. Er ging auf das Podium zu und Tim war gestorben. Die Polizei hatte seine Leiche in seinem Zimmer gefunden, nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. War das wirklich passiert? Das konnte nicht sein. Wie war er gestorben? Hatte er sich wirklich wegen dieser ganzen Mirrorman-Sache umgebracht? Oder ging hier etwas anderes vor? Später in der Nacht hatte ich mich auf der Webseite der Schule angemeldet. Die Schule hatte ein Chatsystem eingerichtet, in dem Schüler andere Schüler kontaktieren konnten, um zu erfahren, wann Arbeiten fällig waren, Hilfe bei Projekten und solche Dinge. Ich chattete mit meinen Freunden und anderen Schülern über die Ereignisse des Tages. Dann erschien plötzlich eine Nachricht. Mirror Man ist dem Chat beigetreten. Ich sah mir die Nachricht ein paar Sekunden lang an. War das eine Art verdammter Witz? Denn niemand hat gelacht. Er sagte nichts, als die anderen Schüler ihn ausriefen. Alles, was er tat, war, einen Link zu einem Bild in den Chat zu posten. Der Moderator verbannte ihn sofort danach. Ich habe wieder besseres Wissen auf den Link geklickt und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Was ich auf dem Bild sah, wird mich sicher für den Rest meines Lebens verfolgen. Es war Tim, aber es war sein Leichnam. Bleich und leblos. Sein Kiefer hing offen, als ob er schreien würde. Dutzende von Glassplittern hatten sich in seine Haut gegraben, darunter zwei größere, die in seinen Augen steckten. Überall war Blut und in seine Brust waren zwei parallele Linien geritzt, vertikal aufgereiht mit einem X, das sie leicht überlappte. Ich war entsetzt und ich fing an zu weinen. Er war noch ein Kind, verdammt nochmal. Wer hat ihm das angetan? Warum haben sie ihm das angetan? Instinktiv war das Erste, was ich dachte, der Mirror Man. War er wirklich real? Hat er Tim das wirklich angetan? All diese Fragen schwirrten in meinem Kopf herum. Ich fing an, mich übel zu fühlen. Ich riss das Kabel aus meinem Computer, sodass der Bildschirm schwarz wurde, und ich weinte einfach da. In den nächsten Tagen wurde alles nur noch schlimmer. Mehr Kinder wurden vermisst.
Mehr endeten tot und jedes Mal landete ein Bild ihrer Leiche auf der Schulwebseite unter dem Benutzernamen Mirrorman. Schließlich hörte ich einfach auf zu klicken, weil ich wusste, was das Bild war, so wie jeder andere auch. Die Schule wurde kurz darauf von der Polizei geschlossen. Die Polizei begann Leute zu befragen, aber eine Sache ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Warum konnte ich den Mirrorman nicht sehen? Ich sollte das gar nicht fragen. Ich sollte es einfach als Segen betrachten und es sein lassen. Aber ich wollte wissen, warum. Ein letztes Mal schaltete ich das Licht aus und sah in den Spiegel. Und ein letztes Mal sagte ich: Mirrorman. 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 Meine Stimme wurde immer zittriger und instabiler. Ich musste es wissen. Und schließlich sah ich ihn. Mein Spiegelbild begann sich zu verzehren. Es wurde durch einen Mann ersetzt. Er trug eine Jeans und ein olivgrünes Sweatshirt mit Kapuze. Aber seine Kleidung war blutverschmiert. Glasscherben steckten in ihm und spießten ihn auf wie ein verdammtes Nadelkissen. Sein Mund war zugenäht und ich konnte den Rest seines Gesichts nicht sehen. In seiner Hand befand sich eine blutige Spiegelscherbe. Ich war wie versteinert. Wie reagiert man, wenn ein Serienmörder einen anstarrt? Ich glaubte nicht, dass das echt sein konnte. Es musste ein großer abgefuckter Traum oder eine Halluzination oder so etwas gewesen sein. Ich trat einen Schritt vom Spiegel zurück. Mein Herz pochte in meinen Ohren. Das war alles, was ich hören konnte, als er überraschenderweise auch einen Schritt zurücktrat. Vorsichtig ging ich noch einen Schritt weg. Und das tat er auch. Wo ich mich bewegte, bewegte er sich perfekt synchron, als ob ich in einen Spiegel schauen würde. Ich schloss meine Augen und schüttelte den Kopf und da war ich wieder. Naja, da war mein Gesicht, aber meine Kleidung war anders. Ich trug ein olivgrünes Sweatshirt und Jeans und da war ein Stück blutiger Spiegel in meiner Hand. Ich schaute nach unten und es war alles wahr. Ich trug genau dasselbe, was der Mirrorman eben noch getragen hatte. Nein, nein, das musste ein weiterer Trick sein, dachte ich. Der Mirrorman spielte sich nur in meinem Kopf ab. Im nächsten Moment sah ich eine Blutspur, die aus der Badezimmertür führte. Ich folgte ihr zögernd und sie führte zur Tür des Schlafzimmers meiner Eltern. Ich flüsterte in gedämpftem Tonfall, als ob ich flehen würde. Nein, nein. Immer und immer wieder. Ich hatte langsam die Tür geöffnet. Und da waren meine beiden Eltern. Zerbrochene Glasscherben gingen durch sie hindurch. Zwei durch die Augen und die zwei Linien mit dem X auf ihren Körpern. Ich kenne den Grund, warum ich ihn nicht sehen konnte. Es ist, weil ich ihn immer sehen konnte. Ich war der Mirrorman. Ich hatte all diese furchtbaren Dinge getan. Ich war es. Also sei vorsichtig und schaue niemals nachts in den Spiegel.